Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir das letzte Mongolengebiet auf der Insel befreit und dadurch haben wir jetzt das ganze Zeug freischalten können, alle Fragezeichen, die fehlen. Ich sehe jetzt gerade, es sind ein bisschen mehr, als ich letzte Folge gesehen habe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigt sein. Vielleicht schaffen wir es heute, vielleicht nicht. Je nachdem. Es kann sein, dass da keine Quests dabei sind. Wenn Quests dabei sind, dann dauert es natürlich lange, länger. Wenn keine Quests dabei sind, dann dauert es nicht so lang. Wenn es einfach nur Sammelgegenstände sind, dann passt ja. Würde ich sagen. Also die haben mir echt den ganzen Wald abgeholzt, nur für ihr scheiß Boot. Ist aber wurscht. Legendenerzähler. Ist noch ein Fragezeichen auf. Kommt jetzt einfach random hoch, die Fragezeichen? Oder nicht? Ja, wir müssen da lang. So. Sammeln wir einfach die Fragezeichen. Das. Was ist das hier? Müssen wir da hier runter? Okay. Das ist ein Fuchsbau. Dann hinterher. So. Komm. Hier hinter. Wo bringst du mich jetzt hin? Wir sind schon wieder an so einem schwarzen. Echt schwarz. Da sind sie eigentlich. Ich dachte gerade schon, was flackt hier rum. Okay, wenn wir so gut weitermachen, dann haben wir bald einen neuen Kampftalisman. Streichel du mich dich jetzt da nicht, Kumpel. Den nächsten streichle ich aber wieder. So, wir müssen da hoch. Da hoch müssen wir. So. Sieht mich schon wieder irgendwie nach dem. Naja, das kann aber keiner sein, oder? Das ist ein Grabstein. Sehe ich hier neue Schwertkits? Ja, wollte ich gerade schon sagen. Lange 30 Aussehen-Objekte. Ach, hier oben kann ich wieder sanieren. Sehr interessant. Wie nah das nebeneinander ist, ne? Sehr interessant. Überfurcht sanieren. Wir haben das Versteck. Entschwindendes Licht. Flüstern nähern sich klingt sehr gut. Schnell greift Dunkelheit um sich. Die Schatten locken voran. Flüstern und Schatten locken voran, das klingt doch gut. In Todesrüstung. Der Blicke entrückt. Ne, nächtliches Licht, nee. Mach mal so.
Flüstern nähert sich. Die Schatten locken voran. Der Blicke entrückt. Das macht sogar ein bisschen Sinn, meiner Meinung nach, ne? So, jetzt haben wir die hier. Ist hier irgendwo eins? Ja, hier. Mach mal das da. Hierher! Bist denn du gespawnt? Wir müssen einfach nur in die Richtung hier. Können natürlich auch wieder ein Schwertkit sein hier, ne? Bin mir eigentlich nicht sicher. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir nach den ganzen Fragezeichen die ganze Insel damit geklärt haben. Fürs erste Jahr. Wir kommen bestimmt nochmal zurück, weil irgendwas bestimmt hier hinter führt. Aber ich sag erstmal, wenn wir die Fragezeichen haben, dass wir es geklärt haben. Und ich glaube, damit können wir dann nächste Folge wieder rein in die Story gehen. Und ja, ist tatsächlich ein Schwertkit hier. Mit Blut geschrieben, wie der Pinselstrich eines Meisterkalligraphen. Moment, wir können uns, glaube ich, auch mit Pferd teleportieren. Hier unten ist kein einziges Fragezeichen mehr. Ja, da haben wir hier unten eigentlich relativ gut aufgeräumt. Relativ gut haben wir aufgeräumt. Okay. Kümmern wir uns um die Fragezeichen hier hinten, die vier. Das ist, glaube ich, der Legendenerzähler hier. Ja, kümmern wir uns erst um die hier. Vielleicht finden wir was Interessantes raus. Vielleicht finden wir tatsächlich etwas sehr Interessantes raus. So. Wenn jetzt so wieder ein Fuchs versteckt da ist, gell? Würde ich lachen. Sieht mir aber aus, das wäre jetzt der Baum, oder? Aber ich kann hier wieder sinnieren. Naja. Das heißt, wenn ich nicht alles finde, Mongolenlager clearen und dann finde ich alles. Das ist eigentlich auch ein geiles System, dass wenn man die Mongolen fertig hat, dass da die ganze Insel frei ist. Würde ich mal so sagen. Seele rein. Kriegerfeld wird neu geboren. Steigt aus der Tiefe. Hier, perfekt. Hier hinter. Dahinter jetzt. Aber die gehen relativ schnell, die ganzen Sachen hier. Aber ich freue mich schon auf die Story. Und ich frage mich, wie groß der neue Erkundungsort wird, die neue Insel da. Aber das sieht nach einem Fuchsbau aus. Willst du mich verarschen? Naja. Naja. Das ist ein so kurzer Schreinweg. Danke. Folgendes erhalten. Talisman der Macht, Inaris. Ich wollte den nächsten streicheln, dann halt nicht.
Den muss ich gucken. Das ist es doch, das ist es doch nicht. Sitzigkeit. Nö, was ob? Gewährt mir Vorräte, Raubtierfell, Bambus und beim Sammeln. Das ist eigentlich auch ein guter Talisman, ne? Mach mal so. Wir brauchen nicht mehr Schaden bei unter 50 KP. 50%, weil momentan kommen wir sowieso nicht runter. So. Okay, perfekt. Perfekto. Stimmt, du kannst ja nicht durch Gebüsche reiten. Nobu, habe ich vergessen. Ist hier noch irgendwo ein Schrein in der Nähe? Kann ich mir vorstellen, dass da noch ein Schrein ist, den ich noch nicht habe. Wir müssen außen rum oder müssen wir da hoch? Laut der Meteranzeige, glaube ich, müssen wir hoch. Und da sind beide diese Fragezeichen dort oben. Ja, sind beide oben. Sind beide dort oben. Weiße Farbe, Händler, was? Okay. Ah ja, zwei interessante Sachen. Bro, what the fuck ist das für eine Anordnung? Was ist denn das für eine Anordnung? Aber irgendwie kriege ich die ganz gut hin. Links. Fuck, zu langsam. Perfekt, jetzt ab. Okay, ich hätte irgendwie Schlimmeres erwartet, aber die Knöpfe waren nebeneinander, also gegenüber, also war es kein schlimmes Ding. Meine Familie nutzt weiße Farbe. Ich dachte, alle Samurai wären tot. Begrüßt man so einen Gast? Verzeiht meine Manieren, mein Herr. Ich bin immer nur allein. Nur in Gesellschaft von Farben und Pinseln, Lacken und Stoff. Ich habe den perfekten Weißton wie glitzernder, jungfräulicher Schnee im winterlichen Yogaku. Bringt mir die nötigen Zutaten. Dann statte ich euch in Weiß aus, wie der Tod persönlich. Ihr werdet schimmern wie Frost an einem wolkenhellen Tag. Jeder, der euch sieht, wird geblendet sein. Na, danke, die Maske brauche ich nicht. Wir sehen uns wieder. Ah ja, wir haben hier alles. So, jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das schaffen wir wahrscheinlich die Folge noch. Es sollte eigentlich funktionieren. Aber ich glaube, dass der hier der Legendenerzähler ist. Ist der Legendenerzähler, passt. Dann... hierhin, von da. Hier war ich ja lang nicht mehr. Es war ja Anfang des Games. Und seitdem sind ein paar Stunden vergangen. Jetzt haben wir schon die ganze Insel fertig. Passt. So. Ich sehe schon wieder einen Tempel.
Ne, hier ist ein Leuchtturm. Es ist ein Leuchtturm. Haben wir tatsächlich noch nicht alle. Aber auch ein heißes Bad haben wir hier. Nach einem Krug Sake bei Kenji würde es mir besser gehen. Aber er redet immer unaufhörlich. So. Was sind wir hier? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß definitiv, wo wir sind, Alter. Kumpel. Wir müssen nur in diese Richtung, ne? Auf die abgelegene Insel. Und ich glaube, wir ziehen heute noch durch. Wir sammeln alles, dass wir nächste Folge mit der Story weitermachen können. Weil auf die habe ich gerade Bock. Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn da runter? Ich glaube, ich weiß wie. In die Richtung. Nobu, komm! Ja, ich weiß schon. Aber wir müssen erstmal hier runter, dass wir überhaupt hingehen können. Ja, ist tatsächlich wieder ein Schrein. So. Wie zum Geier komme ich da runter? Probieren wir es aus. Ja, aber viel zu hoch. Perfekt. Muss ich tatsächlich echt vom Strand runter hin? Aber wie komme ich jetzt ganz schnell zum Strand runter? Ja, perfekt. Dann kümmern wir uns um die anderen erstmal. Das braucht ein bisschen mehr als was wir gerade hatten. Da. Ich hab doch Kreis gedrückt. Und halt so. So. Ich weiß schon Wind, ich muss in die andere Richtung. Okay, passt. Passt, passt, passt. Ey, sag nicht, es ist schon wieder ein... Es ist schon wieder ein... Fuchsbau. Interessant. Zeig mir den Weg.
Und da drüben ist ein Schwertding. Okay. Dann hier ist der Schrein. Was kriegen wir jetzt? Wieder ein... Wieder ein Talisman, ja. Wieder ein Talisman. Säule der Ehre. Heißen die alle so? So. Wird jetzt sehr interessant. Hier. Mal was? Kämpfen wir! Fuchsbau. Ich hab's gerade im Augenwinkel gesehen, das ist ein Fuchsbau. So. Perfekt. So, down mit dir, Kumpel. So. Ich glaube, da müssen wir erstmal den hier ausschalten. So. Schade, hätte ich gern ein bisschen besser gemacht, aber muss auch mal sagen. Schlecht war es jetzt auch nicht. So. Wie kriege ich jetzt den Kack? Den letzten. Glaube ich, das letzte. Ah. Mal hier hin. Hier runter. Okay, wenn dieser Wind zu stark ist, dann können wir da nicht runterspringen. Verstanden. Wir müssen auf jeden Fall an den Strand runter. An den Strand können wir rüber zum Schrein. Und dann haben wir alles von der Insel geschafft. Wenn ich mich nicht täusche. Wie komme ich da runter? Moment. Muss ich hier hin? Ich muss noch viel weiter runter. Das ist einfach nur eine Abbildung hier. Ah, ich glaube, wir müssen mit diesen blauen Lilien wieder arbeiten. Das war ja der Bogen, der schwere. So.
müssen darüber. Wir müssen da runter. So. Jetzt muss ich da lang. 200 Meter. Perfekt. Ja, jetzt müssen wir den Strand unten lang, um den Schrein besteigen zu können. Das ist sehr interessant, sagen wir so. Oder komme ich da nur... Ich glaube, hier bin ich falsch, oder? Ich glaube, hier bin ich vollkommen falsch. Ich sehe hier keinen Weg nach oben. Ich sehe unten tatsächlich keinen Weg. Ja, hier ist nichts. Muss ich tatsächlich von da oben irgendwie hinkommen? Aber wie? Wie gesagt, wir kümmern uns heute noch darum, dass wir alles schaffen. Und das heißt, wir müssen irgendwie diesen Schrein lösen. Und ich glaube, den Schrein zu lösen ist, wie kommen wir da hin? Es muss doch hier irgendwas geben. Habe ich vielleicht irgendwas zum Klettern übersehen? Hat diese Froschstatue einen anderen Grund? Oder was ist hier ab? Was geht hier ab? Oder habe ich noch etwas noch nicht, was ich brauche hier? Dem kam wieder Medizin. Ah ja. Da passiert wenigstens was. Ich bin blind. Gut, ich war blind, sorry. Vergib mir meine Blindheit. Ich habe einfach nicht gesehen, dass doch ein Weg ist. Oder wo komme ich denn jetzt raus? Meine Güte, wo komme ich denn jetzt raus? Ja, wir müssen hier runter. Der, wer auch immer diesen Weg gebaut hat, ne? Bro, Kumpel, echt jetzt? Gut. So. Bro, what the hell ist das für ein Weg? Aber damit haben wir den letzten Schrein, also das letzte Fragezeichen damit geschafft gleich.
So. Hier mal das. Sind das Statuen zum Ehren vom Kami der Medizin? Ah. Sehr interessant, sehr interessant. Aber wir sind gleich da. Perfekt. Perfekto. So. Jetzt dürften wir die ganze Insel hier unten geschafft haben. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gehen wir noch ein paar Dörfer und verbessern alles, was wir verbessern können, und machen dann die Story weiter. Ciao. Euer Gladius.